Heidi Matera und Michael Weber folgen dem Notruf einer Frau zur Wohnung ihres Freundes nach Köln-Port. Sie weiß, dass ihr Lebensgefährte gerade einkauft und wollte eine Überraschung für ihn vorbereiten. Doch dann hörte sie Geräusche im Inneren. Musik höre ich schon. Hier kommt die Musik her. Machen wir mal aus. Oh, das ist ja. Das sieht ja aus wie. Heidi, warst du schon hier? Das Herzchen habe ich für dich hingelegt, ne? Ja, das ist ein bisschen komisch hier. Ja, warte, ich guck noch mal kurz hier. Ja, sonst ist doch nur Erdgeschoss hier, ne? Geht da nicht mehr hoch. Ja, gut. Da liegt das Strumpfhölzchen. Da hinten ist irgendwie so Blubberlutsch. Also, ich hol die mal rein. Ja, guck mal. Der Balkontür steht auf. Echt? Ich guck mal schnell. Der Gesetzeshüter findet an der Terrassentür keine Hinweise auf einen Einbruch. Auch an der Eingangstür gab es keine Aufbruchsspuren. Heidi Matera hat derweil die Wohnung inspiziert. Also, hier ist keiner mehr drin. Okay. Wir haben hier niemanden gefunden. Anscheinend erstmal jetzt. Also, scheint, hier war die Tür offen. Ne? Was hast du da gesehen? Die Terrassentür war geöffnet, aber die ist jetzt nicht aufgebrochen worden. Okay. Haben Sie die aufgelassen? Oder? Nein, ich bin erst jetzt gerade rein, weil mein Freund, da war jetzt in der Kur gewesen. Okay. Und wir wollten uns heute das erste Mal wieder treffen. Wie lange haben Sie das nicht gesehen? Wir haben uns 4-5 Wochen nicht gesehen. Okay. Gut, gucken Sie mal im Schlafzimmer. Kann das sein, dass Ihr Freund vielleicht schon hier gewesen ist? Vielleicht. Ohne, dass Sie von wussten? Nicht, dass wir jetzt hier was kaputt gemacht haben? Ja, das weiß ich nicht. Ja, weil hier, gucken Sie mal, hier sieht es aus, als hätte er irgendwie was vorbereitet. Ja, und hier auch eine Strumpfhose. Ein Strumpfhöschen. Die ist aber auch nicht meine. Das ist nicht Ihre? Nein. Okay. Davon ist es gekauft für Sie. Auch nichts. Aber da liegt die ja nicht da unten, oder? Ja, und sowas trinke ich hier auch nicht. Okay. Ja. Guten Abend. Hallo. Ach, hallo. Hallo, ach, ist er das? Hi. Ja, da gehen wir gerade mal raus, weil hier ist ja so. Ich glaube, wir haben Ihre Überraschung kaputt gemacht. Ja, guten Tag. Hallo, guten Tag. Polizei Köln, wir gehen gerade mal hier, wo wir ein bisschen mehr Platz haben. Ja. Wir sind gerufen worden von der Dame, weil hier war ein bisschen Geräusch zu hören, Musik und alles. Mhm. Und jetzt sind wir halt rein. Sie hat sich Gedanken gemacht wegen Einbrecher. Und wir haben auch gesehen, hinten ist die Tür offen, die Terrassentür. Ja. Und da wollten wir halt mal nach dem Rechten gucken. So, fragen wir sie mal, was los ist. Gucken Sie sich mal im Schlafzimmer an. Wenn Sie das da fabriziert haben als Überraschung, dann hoffen wir jetzt, dass wir die Überraschung nicht kaputt gemacht haben. Ja, das, Schatz, das war, das habe ich ja, wir haben das 5 Wochen nicht gesehen. Und ich weiß. Ich wollte ein bisschen. Und diese Strumpfhose habe ich gerade gefunden. Was für eine Strumpfhose? Die ist nicht meine. Wie lange kennen Sie sich denn schon? Wir sind circa 2 Jahre zusammen. Also deswegen, ich bin also echt enttäuscht, weil ich habe jetzt echt das Gefühl, dass wir die Überraschung kaputt gemacht haben. Ja. Weil die Begrüßung, wenn Sie sich jetzt 4 Wochen nicht gesehen haben. Ja klar, ich meine, wenn Sie hier die Polizei im Haus haben, ist das ja ganz. Ja gut, da sind Sie erstmal nervös. Aber gucken Sie sich doch mal im Schlafzimmer an, ja, also wie diese, das aussieht. Diese Strumpfhose, das heißt, ich habe doch die Wäsche aufgehangen hier und vom Waschkeller. Das ist wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung. Das von der Nachbarin. Haben Sie draußen von der Nachbarin. Die Polizisten haben den Eindruck, dass der Mieter etwas verbirgt. Er wirkt jedenfalls extrem nervös auf Sie. Eine Straftat, der die Ermittler nachgehen müssen, liegt hier aber anscheinend nicht vor. Ich habe jetzt mal geguckt, die Terrassentür ist jetzt nicht aufgebrochen, da sind keine Aufbruchsspuren dran. Nee, die habe ich wahrscheinlich, ich habe ein bisschen gelüftet. Das kann ja mal passieren, alles gut, ja. Hast du das gemacht? Das habe ich gemacht für dich, Schatz. Wir haben uns 5 Wochen nicht gesehen und ich wollte dich halt einfach überraschen. Ich wollte gerade sagen, dann haben wir die Überraschung kaputt gemacht. Oh ja, dann wollen wir nicht weiter stören. Genau, also wir schreiben jetzt einen Bericht, dass da nichts gewesen ist. Ja, also ja, dann super. Hat sich das dann, ja aufgeklärt. Genau. Ne? Dann bringe ich sie gleich zur Tür. Nicht anfassen. Nee, ich wollte sie nur. Nee, sie brauchen mich ja nicht schieben. Wenn Sie sagen, wir gehen, dann gehen wir. Nee, ist alles gut, alles gut. Aber wir gehen, wenn wir fertig sind. Ja, ich. Und nicht vorher. Nein, Sie wollten mir. Ja, aber nicht anfassen. Gut. Das mache ich gar nicht. Ja. Gut. Also dann ist es auch für Sie in Ordnung. Dann können wir gehen. Vielen Dank. Dann wünschen wir Ihnen noch einen schönen Abend. Ja, also ich hier genau. Den Weg kennen wir. Also ist kein Thema. So.
Ja, was uns dann im Nachhinein ein bisschen komisch vorkam, also er hat das jetzt ganz schnell beendet. Ne? Da haben wir gedacht, naja, vielleicht sind die Körpersäfte so angestiegen, dass er jetzt halt flott da ins Schlafzimmer will. Und die haben sich ein paar Wochen nicht gesehen. Aber es war ein bisschen komisch. Die Strumpfhose lag da ohne rum. Er hat uns schnell loswerden wollen. Also so ganz spanisch kam uns das nicht vor. Also ja, da hat auch was nicht gestimmt mit dem Schlüpper. Oder naja, ein Schlüpper sah ich nicht. Da hinten war jetzt aber auch nichts mehr, oder? Warte mal, wir gucken gerade und machen mal um die Ecken. Guck mal, hier liegt eine Handtasche. Handtasche? Ja. Ja, lass uns mal kurz reingucken. Hast du gedacht, ich gucke jetzt noch mal um die Ecke, dass da auch noch ein Tor offen ist? Herr Thorsten Kramer. Ah. Unterlagen für Ihren Kuraufenthalt. Ja, das ist er doch. Den habe ich ja eben aufgenommen, den Kramer. Der trägt eine Handtasche? Naja, er trägt vielleicht da Strumpfhose. Naja. Vielleicht war das seine Strumpfhose. Also Kuraufenthalt, der hat ja gesagt, Kurklin, aber das ist ja ein bisschen seltsam. Gucken wir weiter. Ja, guck mal. Der Herr scheint aber ein schönes Portemonnaie zu haben. Ne? Naja, Geschmack hat er. So. Geld und ein Ausweis. Oh oh. Isabel Nolte. Okay. Okay, das passt jetzt nicht. Wie kommt die Frau Nolte jetzt an die Unterlagen? Also gestohlen wurde es nicht, weil okay. Geld ist noch drin. Dann würde ich sagen, sonst ist es ja gut. Die Beamten sehen sich nach der Frau um. Schließlich könnte ihr etwas zugestoßen sein. Da ihre Handtasche auf dem Grundstück des Mieters lag, inspizieren die Polizisten auch den Garten des Mannes. Oh, da kommst du oben drauf, das hast du eben gar nicht gesehen hier, du. Oh, da ist jemand. Hallo? Ach. Frau Nolte? Oh, kommen Sie mal. Kommen Sie mal raus. Hier raus. Kommen Sie mal raus. Was ist mit Ihnen passiert? Was ist passiert? Sind Sie überfallen worden oder was? Ja, der Thorsten, der hat mich da irgendwie so weggeschubst. Ich wollte nur die Wohnung schön dekorieren und. Also Sie haben die Wohnung dekoriert, Schlafzimmer. Ich wollte ihn überraschen. Wir haben uns in der Kur kennengelernt. Aha. Mit dem Ersatzschlüssel, den er da unterm Briefkasten deponiert hat. Brauchen Sie einen Notarzt? Ja, ich rufe dann nochmal einen Notarzt zum Besten. Ja. Woher wussten Sie, dass der Schlüssel da unter Briefkasten liegt? Das hat er mir erzählt. Und was machen Sie jetzt hier? Sie waren zusammen in der Kur? Nee, wir sind so zusammen. Also Sie sind zusammen? Aber er weiß davon nicht? Eigentlich schon. Eigentlich schon. Also, warum hat er Sie dann geschlagen? Das ist für mich total unerklärlich. Also sind Sie jetzt mit ihm zusammen? Eigentlich auch deswegen. Sind Sie jetzt gerade mit ihm zusammen dann angekommen hier? Waren Sie eben noch zusammen oder wollte Sie ihn jetzt überraschen? Ich wollte ihn jetzt überraschen. So, jetzt deswegen habe ich da alles im Zimmer dekoriert. Ach, am Schlüssel? Und dann sind Sie im Schlafzimmer gewesen und er kam rein, oder wie? Nee, er war noch gar nicht da. Aber Sie haben einen Schlüssel? Er hat Ihnen schon einen Schlüssel gegeben, oder wie? Nee, den Schlüssel hat er da deponiert unterm Briefkasten. Das wusste sie? Genau, davon hat er erzählt. Okay. Ja, und wann sind Sie auf den getroffen? Nachdem Sie das Schlafzimmer dekoriert haben. Wann sind Sie denn auf den getroffen? Als er vom Einkaufen kam. Und warum hat er Ihnen ein paar geschallert? Das weiß ich auch nicht. Oder haben Sie sich jetzt einfach hier, hat er Sie jetzt nach hier hingetrieben oder wie? Ja. Gut, also würde ich sagen, dann konfrontieren wir mal. Jetzt ich glaube, wir fragen Sie mal. Mitnehmen? Ja, Die Polizeihauptkommissare Heidi Matera und Michael Weber wollen den Mann zu den Verletzungen der Frau befragen. Hat er seine langjährige Freundin mit seinem Kurschatten betrogen? Sie kennen die Dame? Gegenlehnen oder so, dass es nicht schlecht wird? Ja, ich kenne die Dame, ja. Okay. So. Wieso hat die ein Pfeilchen? Ja, also wir haben die Tasche von ihr gefunden, beim Rausgehen, die war hinter dem Busch gelegen. Da haben wir noch mal nach dem Rechte geguckt, ob hier hinten wirklich alles sicher ist, wegen dem Einbruch eventuell. Und dann sehen wir, dass die Dame da hinten kauert in der Gartenhütte und hat ein paar auf die Nuss geschlagen bekommen. Die hat keine auf die Nuss geschlagen bekommen, die wollte hier unbedingt in die Wohnung rein und ich habe sie halt weggeschubst. Geschubst, nennen Sie das. Wir sind doch zusammen. Hast du gesagt, dass die Strumpfhosen? Was? Gehören die Ihnen? Ja, das ist meine. Oh, aha. Ich wollte ihn ja da überraschen. Jetzt erzählen Sie mal, was wirklich los ist. Sie vergackern ja doch alle hier. Ja, bitte. Würde ich gerne wissen. Ja, was soll ich denn sagen? Ich war in der Kur, ja, das ist richtig. Ja? Und da habe ich Sie halt kennengelernt. Der ganze Stress meiner Mutter im Pflegeheim und dann der ganzen... Da können Sie ein bisschen runterfahren, nicht ja, so laut. Ja, Sie haben mich doch gefragt. Ja, aber Sie müssen ja nicht gleich aus dem Höschen. Ja, aber sie ist doch hierher gekommen und hat mich hier bedrängt. Ich habe doch nie gesagt, du sollst hierher kommen. Ja, aber scheinbar haben Sie ihr da... Ich wollte dich doch überraschen. Wie, was sind wir zusammen? Habe ich nie gesagt. Natürlich, wir sind hier seit Wochen schon zusammen. Ganz ruhig jetzt mal. Sie ging davon aus, dass Sie jetzt fest mit ihr zusammen ist. Ach, das ist doch krass. Wir sind doch zusammen. Ich habe die doch nur in der Kur ein bisschen, wir haben uns da ein bisschen unterhalten und ein bisschen näher gekommen. Das war alles. Da tauscht man halt da mal die Adressen aus.
Die Strumpfhose. Ach, lass dir doch mal diese blöde Strumpfhose in Ruhe. Die junge Dame war der festen Überzeugung, dass sich hier eine Beziehung angebahnt hat. Und das war auch der Grund, warum sie ihn überraschen will. Ich weiß nicht, was in der Kur da abgelaufen ist, was er ihr erzählt hat. Aber für sie muss das wohl der Anschein gewesen sein, dass es wohl jetzt eine feste Beziehung ist. So, ich erkläre jetzt nochmal, wie das abläuft. Ja, wir werden eine Strafanzeige schreiben wegen Körperverletzung, wie auch immer das passiert ist. Das können Sie hinter dem Richter erklären. Das interessiert uns nicht. Wie Sie beide jetzt klarkommen hier, sind Sie verheiratet? Nein, wir sind nicht verheiratet. Ich glaube, wir werden auch nicht. Werden auch nicht heiraten. Nein, interessiert nicht uns heiraten. Auch nicht. Wie Sie miteinander klarkommen hier in der Wohnung, interessiert uns auch nicht. Wir wollen halt nur nicht noch mal in einer halben Stunde vorbeikommen, dass Sie ein blaues Auge haben oder Sie ein Messer im Kreuz. Ja, also einigen Sie sich, wie auch immer, ist mir egal. Alle Parteien soweit geklärt. Sie gehen jetzt mit uns und dann ist das Thema erstmal durch. Musik.